Elgar Taul. Das ist die Vorgeschichte zum C3PO. DLC. Da haben wir ja erfahren, wie C3PO den roten Arm bekam. Hier werden wir wohl erfahren, wie er überhaupt auf dem Planeten gestrandet ist. Ärger über Taul. Die erste Ordnung ist zu allem bereit, und die Basis des Widerstands zu lokalisieren. In dem Glauben, ein wichtiges Schiff nahe dem Planeten Taul entdeckt zu haben, wird ein Sturztrupp entsandt, um Informationen zu beschaffen. Die Mannschaft des Widerstandsschiffs hat die Gefahr erkannt. In der Hoffnung, der Festnahme zu entkommen, setzen sie alles aufs Spiel und fliehen in den tückischen Asteroidengürtel, der den Planeten umgibt. Ja, die Mannschaft besteht nur aus Druiden. Oder hatten nur Druiden überlebt. Schön, dass sie dieses Schiff überhaupt wieder ins Kanon genommen haben. Hat man ja bei Walk One gesehen. Ja, und kennen tut man die ja. Okay, diese Situation kommt mir sehr bekannt vor. Schon, aus Knights of the Old Republic. Aber auch bei Rebels kamen diese Schiffe vor. Du bist hier, um die anderen Protokolldruiden auf diesem Schiff zu finden und Daten des Widerstands zu interpretieren. Widerstandspersonal finden und eliminieren. Ich will diese Daten. Eliminiert den Widerstand. Ah, wir spielen Phasma. Schön. Ja, sehr nach Episode 4, Tente 4. Inspiriert. Ah, die alle hier mit ihrem Master Chief-Helm. Oh, da kommt immer mehr. Ihre Deckung ist zu gut. Den bei der Luftschleuse treffe ich nicht. Den erledige ich. Oh, geht viel schneller bei ihr. Dem Scannen. Der bei dem Druck wohl nicht gewachsen. Yeah. Freue mich schon auf fast meine Episode 8.
Man sieht sie endlich richtig in Aktion. Die wurde ja ein bisschen in Episode 7 verscherbelt. Als Figur. Gehört sogar zu einem meiner kleinen Highlights. Fast mal. Also was heißt... Sie gehört zu den Highlights. Dass man sie endlich kämpfen sieht, in Aktion. Das wollten wir schon alle in Episode 7. Oh, gut. Da können wir hier was bauen. Nee, doch nicht. Kann das nicht. Gelb, grün, orange. Ama, Naka, Aboko, Sikuyi. Oh, Stein! Prodemoen. Ach ja, stimmt ja, mit der Nahkampfwaffe. Beschädigt. Es funktioniert nicht recht. Dann greifen wir direkt auf Ihre übertragenen Daten zu. Die Sache ist jetzt, was erfahren die hier? Erfahren sie vom Planeten Dekar? Aber warum haben sie das nicht schon dann in Episode 7 angegriffen? Also den Planeten. Ich habe alle 1,4 Hexanoden gescannt. Keine Übertragung entspricht unseren Suchparametern. Ihre Kartendateien sind von diesem Terminal aus nicht zugänglich. Dann müssen wir es anderswo versuchen. Wir gehen zur Kommandobrücke. Wenn sie noch nicht vom Schiff abgesprengt wurde. Können wir nicht durch, oder? Nein, kommen wir nicht durch. Ich bin gerade aber überlegen, die Existenz der Luke Skywalker-Pläne. Aber war das nicht schon mal in einem der vorigen Thema? Überlegen. Es gab die Befreiung von Akbar. Dann gab es den C3PO DLC. Die erste Ordnung muss hier nicht fündig geworden sein. Natürlich sind sie nicht fündig geworden. Aber in der Fortsetzung vom C3PO, die ist hier, wo man Akbar befreit, haben sie ja Akbar wegen der Pläne, weil sie das wissen wollen.
Also geht es hier um die Existenz von DK, der Widerstandsbasis. Tot machen. So, weiter geht's. Drei. Zwei. Und jetzt der letzte. Zack. Dafür bin ich nicht gebaut. Macht weiter. Sehr streng, die Phasma. Yeah, Gold! Was musste ja hier drin sein. Steffen, Sie sind dran. Wir müssen durch diese Wand, Soldat. Alles klar. Die Frage ist jetzt auch, wie ist Phasma von hier entkommen? Der Druide ist ja auf dem Planeten gelandet. Aber was hat Phasma gemacht? Sagt gerade schon, Phasma macht sowas wie Grievous. Und kletter dann von außen rum. So geht das jetzt hier nicht. Tut sich gar nichts. Jetzt geht's. Das war ja immer ein Problem im Hauptspiel, dass es nicht funktioniert hat. Ah,
Mutter, der Jawa Madara Shah. Die Brücke. Widerstand ist zwecklos. Ja, höchstwahrscheinlich. Da. C3PO. Ich sehe gern ein bekanntes Gesicht. Wir suchen den Standort der neuen Widerstandsbasis. Ich hatte recht. Du kennst ihn. Was ist das? Nein, das ist eine Glückwunschkarte. Wo ist die Basis? Es ging also um den Aufenthaltsort des Widerstandsbasis, also die K. Kamen mir Rettungskapseln immer äußerst gelegen. Sie können auch gefährliche Atmosphären verkraften. Evakuieren! Wir haben, was wir brauchen. Die Druidenband! Okay. Das erklärt, warum sie in Episode 7 nicht die K angegriffen haben. Weil er die Pläne wieder rausgeschmissen hat. Fass mal, FN2199. Wieso habe ich jetzt als Captain Fassbar als Figur bekommen? No. 52 von 262. Eine ganze Menge fehlen da uns noch. Aber das ist egal.